Willkommen in meiner Küche. Ich mache heute eine Rotbarst, richtig polnische, original Rotbarst. Und dafür braucht man, ich sage euch, ja, so eine Spezialität. Das ist eine Rote-Bete-Saft zur Herstellung von Rote-Bete-Suppe, also Barst nach polnischer Art. So sieht er aus, so sieht er aus. So könnt ihr das kaufen in den russischen Supermarkt. Das ist so eine Milchsäure-Saft aus Rote Bete gemacht. Natürlich, ich habe das gekauft, aber ich werde das machen aus meinem eigenen Saft, wie ihr solche Saft aus Rote Bete machen könnt. Ja, Link gebe ich euch unten in die Infobox. Ich habe nämlich euch schon ein Video hochgeladen dazu. Ja, und heute mache ich die Suppe, die Rotbarsch, und dafür brauchen wir erstmal Brühe kochen und dazu selbstgemachte, am besten so eine Säuresaft. Ich weiß nicht richtig, wie das heißt auf Deutsch. Ich mache heute bei einer Adventskalender, die hat organisiert, ins Leben gerufen, schon drittes Jahr, die Sugar Princess. Ja, da gibt es 24 Türchen. Heute ist Türchen 4. Ich öffne die zusammen mit Melanie Grütte-Mille. Hoffentlich habe ich das gut ausgesprochen. Und es gibt 40 Blogger. Also es gibt nicht nur YouTube-Blogger, YouTube-Kanäle, sondern gibt es auch Blogger, die im Internet seine Food-Blog haben. Wer da noch mitmacht, weil ja, wie ich schon vorher sagte, es gibt 40 Blogger. Da findet ihr alles in den Infobox, die Link zum Sugar Princess Seite. Da könnt ihr da klicken und da findet ihr alles in den Link. Da gibt es auch Gewinnspiele, gibt es auch Verlosung. Alle Info da werde ich euch zum die Sugar Princess weiterleiten. Und jetzt mache ich meine Suppe. Für den Barst werden wir brauchen ja, ein paar Zutaten. Das ist Gemüse. Wir müssen einfach kochen eine Gemüsebrühe. Und da habe ich, ja, da war eine große Karotte, eine kleine Karotten, habe ich die halbiert so. Da habe ich eine Wurzel Petersilie, habe ich mir das geschält. Da habe ich ein bisschen Lauch. Und da habe ich ein bisschen Sellerie. Und das war alles im Ding, also außer die, wie heißt das? Außer die Wurzel Petersilie, das war alles in die Gemüsegrün, da kann man ihn kaufen. So eine für Suppe. Und da war auch noch ein bisschen Petersilie drinnen. Und dann werden wir noch brauchen, da habe ich drei Lorbeerblätter. Das sind meine letzte, deswegen gebe ich drei. Da habe ich drei Pfefferkörner und drei Piment, Salz. Und das gebe ich jetzt alles in einen Topf und werde das salzen. Und da werde ich draus Gemüse kochen. So lange kochen, bis das Gemüse weich ist. Und da habe ich noch Pilze, Pilzmischung. Das sind Steinpilzmischung. Ich habe so eine Hand voll genommen und gestern schon in die Wasser, also in die Schüssel gegeben und einfach Wasser reingegeben und das eingeweicht, sodass die Pilze weich sind. Ja, und das werden wir extra aufkochen. Also die Pilze werde ich jetzt extra kochen in einen Topf. So lange kochen, bis die Pilze weich sind. Ja, und das schmeiße ich alles jetzt hier in den Topf, gebe ich einen Teelöffel Salz und lasse ich so lange kochen, bis die Gemüse weich ist. Okay, meine Pilze sind schon weich. Ich werde sie in andere Schüssel gießen, weil ich brauche diesen Topf. Und dann müssen wir warten, bis die Gemüsebrühe fertig ist. Also davon werden wir brauchen nur die Wasser von den Pilzen und die Pilze werden wir für was anderes brauchen. Okay, die Gemüsebrühe ist fertig. Also
schmeckt nicht so richtig gut. Deswegen ich gebe gleich eine Gemüsebrühewürfel. Ja, ich weiß nicht, da fällt mir Fleisch ein bisschen. Ich mache die Gemüse jetzt rausnehmen. Alle. Okay, ich lasse es so, die bisschen Petersilie lasse ich drinnen. Jetzt gebe ich mir so, also ich habe doppelte, sag mal, eine Würfel werde ich hier geben und werde ich dann abschmecken gleich. Da habe ich meine gesäuerte, gewürzte rote Bete-Saft. Ich nehme da ein paar Stückchen von rote Bete und werde jetzt das bisschen kurz aufkochen. Und da habe ich die Pilzmischung. Da nehme ich nur die Wasser, gebe ich nur die Wasser rein und die Pilze werde ich für was anderes nutzen. Ich lasse das jetzt so 5 Minuten langsam vor sich hinköcheln und dann können wir weitermachen. So, ich habe den Herd schon ausgeschaltet. Jetzt hole ich mir das raus. Und jetzt können wir zufügen den Sauersaft. Also es ist wichtig, dass das nicht mehr kocht, weil sonst wird das seine Farbe verlieren. Okay, ich glaube, ich habe hier 850 ml oder 750 ml von dem Saft gehabt. Und genau, mache ich mir das jetzt würze mit Pfeffer. Lasse ich noch ein bisschen erhitzen. Aber darf nicht kochen. So, jetzt können wir anrichten. Da habe ich ein bisschen ja, so eine kleine Tortellini, die sind mit Fleisch, aber die werden auch gut schmecken. Schaut dir mal die Farbe. Mmh. Lecker. Dann probieren wir es. Also ein bisschen mehr Pilze werde ich noch geben. Ja, noch ein bisschen mehr Pilze, also nochmal so viel Pilze aufkochen, in nicht so viel Wasser. Und dann wird das sehr lecker. Ja, meine Oma hat immer die Beste gemacht, immer. Ich kann das nicht so richtig hinkriegen. Und seitdem habe ich auch nicht mehr so leckere Suppe gegessen. Aber egal, die hat auch gut geschmeckt. Ich hoffe, euch gelingt sie gut. Ja, vergisst nicht bei der Sugar Princess vorbeizuschauen, die alle Info in Infobox, alle Links in Infobox und ja, ich wünsche euch schöne Adventszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!